Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung. Es geht einmal mehr um den Wohnungsbau in Hoyerswerda. Ich habe mich mit Lebensräumechef Axel Fietzek hier in der Bolzener Allee 46 getroffen. Und das hat seinen guten Grund, denn hier hat es ja vor einiger Zeit gebrannt in der Wohnung über uns. Auch die Wohnung, auf deren Balkon wir hier stehen, war arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Davon ist nichts mehr zu sehen. Sie ist nagelneu gemacht worden und sie ist umgebaut worden, Axel Fietzek. Eine ganz interessante Geschichte, wie wir schon eben gesehen haben und wie Sie jetzt auch gleich sehen werden. Ja, eigentlich ein tragisches Ereignis, so ein Brand. Noch dazu sind ja immer nicht nur die Brandwohnungen beschädigt, sondern durch das Löschwasser auch viele, viele andere. So war es hier. Wir mussten also diesen gesamten Aufgang damals evakuieren, leerziehen. In den geschädigten Wohnungen wollte wirklich niemand mehr wohnen. Und wir haben dann aus der Not eine Tugend gemacht. Da wir ja jetzt einmal Baufreiheit hatten, haben wir das angegangen, was eigentlich bei diesen Wohnungen, die normalerweise sehr beliebt sind. Aber es gibt zwei Knackpunkte, nämlich ein relativ kleines Bad. Wir kennen das alles in Hoyerswerda nicht, diese kleinen schmalen Bäder. Die haben zwar ein Fenster, aber man muss sich schon ziemlich zusammendrücken, um da durchzukommen. Dann zum Lokus, was auf der einen Seite ist. Und eben auch die sehr beengte Küche. Das sind die zwei Hauptwünsche, die wir immer wieder hören. Kann man das nicht etwas netter machen? Und da haben wir uns hier viele Gedanken gemacht und sind zu einer Lösung gekommen, die doch einmal zeigt, was in so einem P1, ist ja der Bautyp hier, in so einem P1-Gebäude doch möglich ist, indem man Bad und Küche teilweise zusammenlegt in den ehemaligen Grundrissen, ein damit relativ großzügiges Bad bekommt, mit separat Dusche und Badewanne, was heute fast der Standard ist, einem separat bisschen abgeteilten Toilettenbereich. Die Waschmaschine muss nicht mehr in das Bad reingezwängt werden. Sie hat ihre Abstellkammer. Und wir haben eine Küche, in der man wirklich auch wohnen kann. Eine Wohnküche, wo neben der Küchenzeile eben man auch gemütlich zu zweit oder zu dritt sitzen kann und sein Frühstück genießt. Aber ich finde auch, die Abstellkammer ist eine unwahrscheinlich praktische Geschichte, denn dort kann man alles unterbringen, Tür zu, ist immer aufgeräumt. Ganz genau, man hat also seinen Hauswirtschaftsraum separat und wer möchte schon unbedingt in diesem engen, kleinen Küchenbereich auch die Waschmaschine befüllen. Und es gibt eine weitere Neuerung, die wir hier haben. Wir sind ja in Zeiten von Fachkräftemangel unterwegs. Wir haben hier eine Lösung gefunden, was den Fliesenleger ersetzt. Wir sehen es im Bad, dass die Wände hinter der Dusche oder hinter der Badewanne, die üblicherweise mit Fliesen verklebt werden, und jeder, der mal selber gefliest hat, weiß, dass das schon eine sehr knifflige Angelegenheit ist, bis man die Fliesen alle gerade dran hat, bis sie verfugt sind, dass das alles ordentlich hält. So haben wir ein neues Material getestet, eine sogenannte Aluminium-Sandwich-Platte. Wir erhoffen uns damit also eine wesentlich längere Standfestigkeit dieser Wände. Sie sehen hübsch aus und eben sie machen das Bauen und das Sanieren damit auch erleichtern das Ganze. Ja, also kann ich bestätigen, sieht wirklich gut aus. Eine interessante Geschichte. Herr Fietzek, es gibt ja noch weitere Vorhaben der Lebensräume aufs Bauen bezogen in diesem Jahr. Was steht da so als Schwerpunkt an? Ja, der Schwerpunkt unserer Bautätigkeit dieses Jahr hat am 1. Juli bereits begonnen. Das ist der Umbau unserer Gneisenaustraße im WK9, ein paar Meter von hier, wo wir uns entschieden haben, das gesamte Objekt, immerhin mit 70 Wohnungen, die es heute sind, umzubauen für ein seniorengerechtes Wohnen mit einem Pflegedienst, mit einem Pflegeservice. Es sind zunächst mal ganz normale Wohnungen, die dort entstehen. Aber mit komplett neuen Grundrissen, mit komplett neuen Zugängen. Das Haus wird komplett barrierefrei umgebaut und natürlich auch mit einem entsprechenden Aufzug versehen. Der Aufzugsturm wird mal vor dem Gebäude stehen und sogar ein Bett umfassen. Also auch liegend kann ich dann transportiert werden. Das Ganze soll künftig dann betrieben werden mit einem Pflegedienst. Der Pflegedienst Rauber wird ab 1. Januar 2026 dieses Objekt übernehmen. Anderthalb Jahre ungefähr wollen wir jetzt bauen. Eine doch massive und Investition. Immerhin 9 Millionen Euro werden dort verbaut. In einer sehr kurzen Zeit, wie wir meinen. Die Vorbereitung war aber bereits sehr intensiv. Und es hat sich bewährt, dass wir hier bereits im Vorfeld mit der Baufirma gemeinsam an den Planungen gearbeitet haben, weil sie weiß am besten, wie sie optimal kosteneffektiv dann die Umsetzung dieser Planung macht. Wir hatten von Anfang an auch den künftigen Nutzer hier mit in der Planung, dass er genau erklären konnte, was er braucht. Und somit gehen wir gut vorbereitet jetzt in das Bauvorhaben und wir sind uns sehr sicher, dass wir dann auch Ende nächsten Jahres dieses Objekt abschließen werden. Und was passiert denn noch in den Bestandswohnungen?
Ja, in den Bestandswohnungen, neben dem, was wir hier heute sehen, nämlich die Herrichtung der frei gewordenen Wohnungen, ist ein ganz wichtiges weiteres Thema, die Barrierefreiheit. Nichts Neues für Hoyerswerda. Aufgrund unserer Altersstruktur ist die Nachfrage nach barrierefreien und barrierearmen Zugängen schon sehr, sehr groß. Und seit vielen, vielen Jahren fahren wir ja schon unser Programm zur Aufrüstung von Aufzügen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Objekte im WK6 in der Collinsstraße und in der Ratzner Straße. Allein dieses Jahr kommen 6 neue Aufzüge dazu, nächstes Jahr nochmal 6. Und dann wird es in diesem Tempo auch weitergehen, sodass wir dann alles das, was technisch möglich ist und machbar ist, in den nächsten Jahren abgeschlossen haben werden. Vielen Dank, Axel Fitzek, für die Informationen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Sendung. Wir werden uns aber in Kürze nochmal treffen und dann geht es um die Bauentwicklung allgemein in Hoyerswerda. Ist ja auch ein nicht unwichtiges Thema. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Und dann kann ich wirklich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal in Bälde.